wunderschönen guten Abend. Darf ich einladen zu meinem ersten Kamingespräch? Nee, ist ein Intro eigentlich zum Chris Kaiser Video. Ist irgendwie so gekommen, musste sein. Ihr wisst ja selber, hat man nicht immer in der Hand. Wie das Schicksal so pinkelt, sag ich immer. 11.99 ist das Wit. Krieg einen extrem dummen Kommentar gestern. Und mach halt, was dieser Kasper wohl eben nicht gemacht hat. Ich kick mal, was das für einer ist. Ja, dann sehe ich, der hat auch eine Timelapse, wo er selber da einen fetten Trail durchlaufen hat, wenigstens in den ersten 7 Sekunden. Und auch der zweite ist zusammengeschnitten aus 2 Teilen, das Video, 2 Kameraeinstellungen. Und auch die zweite ist also deutlich verschmutzt. Und der Mann muss also schon Aluminiumschäden haben, da merkt man also, was das anrichten kann. Bei seinem Dexter wollen wir von Groß- und Kleinschreibung ja nicht anfangen. Er vergisst ja ganze Worte einzusetzen, von wegen, was ich rauche. Also da sieht man, was das Aluminium anrichten kann. Und wahrscheinlich ist er auch schon betroffen. Ansonsten hätte er ja entweder mal gekickt, wem er da so einen dummen Kommentar schreibt, oder sich das denn hier schonken. Weil, dass der gekickt hat und sich bewusst mit mir anlegen will, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Weil, ich meine, der weiß ja überhaupt, hat scheinbar noch nicht mal begriffen, was ein Kasper überhaupt ist, wa? Ich empfehle vielleicht, waren die Videos noch nicht nummeriert, ein Chemtrail-Nazi-Depp wird zum Kasper oder der Chemtrail-Nazi-Depp wird zum Kasper Teil 3. Da sag ich denn, ey. Und vergesst alle nicht, bevor er hier Bullshit schreibt. Kaspar ist zum Schluss immer der, der die Dummen mit dem Knüppel verprügelt. Also die kriegen alle mit dem Stock am Ende. So, also so viel nur mal dazu. Ihr kickt euch am besten die ganzen Kommentare und sein komisches Video selber mal an. Und eben, ich habe eingeschwadet, nur ein normaler Schwenk. Dann fing ich an, vor mich hinzubrabbeln und plötzlich wurde eben der Chris Kaiser weg, dachte ich mir. Und wenn ich jetzt nur den Screenshot da zusammenschneide mit dem Schwenk, werdet wahrscheinlich unverständlich und unvollständig. Deshalb mache ich hier einfach mal noch eine Beleuchtungsprobe. Ja, weil ich das neben meinem Ofen so gemütlich finde. Und dann gehe ich einfach mal, dann mache ich doch mal wieder weiter Videos, weil ist ja quasi mein Job, war dumme Scheiße zu labern und auch total bekloppte Verschwörungstheorien aufzustellen, die also weder überhaupt existenzberechtigt sind, noch irgendwie also von der Hand gewiesen werden müssten, weil sie so unglaublich sind, dass sie also eigentlich gar nicht der Rede wert sind. Genau, das ist mein Job. Okay, in diesem Sinne mache ich denn jetzt einfach mal weiter und hoffe, dass das jetzt mal was geworden ist. Ich musste nämlich schon wieder Ausschuss hier wegwerfen. Das war manches nicht in Ordnung eben. Bumm und Peace. So, wegen Unschärfe nochmal versuchen. Heute große Partikeldichte, da richtig schwer für die Kamera. Können wir mal extra dem Bayern widmen, der immer gerne die Lederhosen da filmt. So sieht denn der Streifen aus. Auch ungefähr eine Stunde, bevor er bei dir auf dem Bild erscheint. Ach, da haben wir ja ihn. Genau, da ist so ein Streifen, wie er bei dir auf der Timelapse drauf ist. Und du sagst mir, Chemtrails wäre die dümmste Verschwörungstheorie überhaupt. Du merkst da überhaupt nichts mehr. Dich können sie eintauchen in die Scheiße. Und dann würdest du wahrscheinlich immer noch sagen, das ist eine dumme Verschwörungstheorie. Ich würde mal sagen, jeder, der dit hier für einen normalen Himmel hält, ist dumm. Aber auch richtig saudumm, sagen wir mal. Es ist schon wieder alles unscharf. Sobald ich auf die Partikel gehe, ist es unscharf. Am Boden kann er sich dann wieder orientieren. Ja, nee, mein Vater sagte immer, gibt Doofe und Saudoofe. Doof bist du nicht. In diesem Sinne mal, schönen Abend und guten Appetit denn beim Atmen dieser Partikel. Die sind nämlich nicht für mich hier gemacht, die sind für euch.